Danke sehr, herzlich willkommen. Ja, wir haben ja zwei große Themen. Wir haben Digitalisierung und was kommt dann immer noch? China. Was sagen die Chinesen gern zu Leuten, die sie mögen oder nicht mögen? Die sagen, mögen ihre Kinder in interessanten Zeiten leben. Das ist ja nicht so ganz nett. Interessant, das kann ja recht ambivalent sein. Und wir Menschen leben ja auch in interessanten Zeiten heutzutage, haben wir gerade eben auch gehört. Die Anzahl der Informationen wird immer mehr, die Aufmerksamkeitsspannen werden immer weniger und der nächste Wettbewerber ist oft nur einen Klick entfernt. Und die Frage ist, wie können wir das ändern? Im Zeitalter der Digitalisierung will jeder kommunizieren, jeder will posten, jeder will ein Gefällt mir, jeder will reden, aber keiner will mehr zuhören. Wir leben also in einer völlig überkommunizierten Gesellschaft. Und die Frage ist, was könnte dagegen helfen? Vielleicht ja ein Werkzeug, was schon unsere Vorfahren, die Neandertaler, genutzt haben, nämlich Storytelling. Die haben Stories sich erzählt, um sich in ihrer feindlichen Welt Best Practices des Überlebens zu kommunizieren. Und vielleicht hilft uns der älteste Trend der Welt, Storytelling, im neuesten Trend der Welt, Digitalisierung. Und wir kommen auf diese Weise vom Neandertal ins Digital. Wer von Ihnen verkauft Produkte, die attraktiv sind, die also spannend sind, wo man sagt, Tschakka, will ich haben? Gibt es? Okay, das sieht mir sehr übersichtlich aus. Also es sind nicht Produkte, wo so ein Impulskauf stattfindet. So hier schöne Schuhe oder bei Männern irgendwie eine Uhr oder ein Porsche oder irgendeine Playstation-Sache, Xbox, was auch immer. Oder was wir alle gerne haben wollen, so Nervennahrung, wenn richtig Stress war. Da greifen wir zu, ohne zu überlegen. Wer von Ihnen verkauft denn Produkte, die eher abstrakt sind? Schwer zu erklären. Das sind schon ein paar mehr. Herr Precht auch, sehr schön. Ich selber auch. Vorträge sind natürlich auch abstrakt. Und ich habe selber das Glück gehabt, immer an Branchen vorher zu arbeiten, wo extrem abstrakte Produkte verkauft worden sind. Ich war lange im Banking, in der Versicherung, dann in der Unternehmensberatung. Und im Banking, da sagt ja keiner, ja, tschakka, oder in der Versicherung, heute gönne ich mir meine 20-jährige betriebliche Altersversorgung, 200 Euro im Monat dynamisieren, 30 Jahre, 5%, das bin ich mir heute mal schuldig. Ja, und Füße hoch und unterschreiben. Macht eigentlich kein Mensch. Oder dann Unternehmensberatung, sind ja auch einige Unternehmensberater heute hier, da sagt ja auch keiner, ja, heute gönne ich mir mal ein 6-wöchiges IT-Benchmarking-Projekt, wo mir irgendwie 5 Eierköpfe wochenlang auf den Geist gehen, 300 Seiten PowerPoint produzieren, 2 Lenkungsausschüsse pro Woche machen und am Ende 600.000 Euro haben wollen. Das bin ich mir heute mal schuldig. Macht eigentlich auch kein Mensch. Von daher ist die Frage, wie kriege ich es hin, abstrakte Dinge, digitale Dinge so zu verkaufen, dass irgendwie auch ein Bedarf da ist. Und viele, die solche Produkte verkaufen, bieten eine Lösung an, versäumen es aber, auch ein Problem anzubieten. Und ich sage, sie brauchen für jede Lösung ein Problem. Sie brauchen für jeden Harry Potter einen Lord Voldemort. Für jeden Frodo Beutlin brauchen Sie einen Sauron, für jeden Bilbo einen Drachen Smaug, für jeden Luke Skywalker einen Darth Vader. Wenn Sie eine Lösung verkaufen ohne ein Problem, sagt der Kunde, was soll ich mit der Lösung? Ich habe doch kein Problem. Und das ist in jeder guten Geschichte auch so. Jede gute Geschichte versucht natürlich auch, einen Schurken zu haben. Der Thriller-Autor Dan Brown sagt, ohne einen Schurken ist der Held arbeitslos. Wenn Sie also eine Story entwickeln, machen Sie den Schurken zuerst und bauen Sie nach dem Schurken dann schließlich den Helden auf. So, jetzt stehen Sie vor Ihrem Kunden oder Mitarbeiter oder Chef, wollen irgendwas von dem in einer überkommunizierten Zeit. Und was machen Sie dann? Sie wollen natürlich möglichst intelligent wirken. Und in der Unternehmensberatung gibt es ja die schöne Abkürzung SABVA. SABVA, vielleicht schon mal gehört. Sicheres Auftreten bei vollständiger Ahnungslosigkeit. Das machen Sie natürlich nicht, weil Sie haben ja Ahnung. Aber wenn Sie keine gute Geschichte erzählen, kann es sein, dass andere, die keine Ahnung haben, SABVA machen und dann den Job kriegen. Und das wollen Sie natürlich nicht. Jetzt ist Storytelling natürlich kein Fairytelling. Sie sollen nicht irgendwie eine Lügengeschichte erfinden, sondern Sie sollten Ihre Produkte mit einer guten Story unterlegen, damit sie besser verstanden wird. Jetzt kann vier Sachen können eigentlich passieren. Das Produkt kann schlecht oder gut sein und die Story kann schlecht oder gut sein. Wenn ich ein schlechtes Produkt habe mit einer schlechten Story, wie wäre das? Schlecht, aber ja auch fair, oder? Man sagt dem Kunden, mach das bloß nicht. Der Kunde sagt, ich mach das trotzdem. Dann ruft er 2 Wochen später an, was hast du mir da für einen Mist verkauft? Ja, hab ich doch gesagt. Also ist fair, ist aber nicht geschäftsfördernd. Das Problem ist, wenn Ihr Produkt schlecht ist, kommt die schlechte Story automatisch. Das ist auch in Unternehmen so. Wenn Unternehmen in Krisen sind,
sind Mitarbeiter plötzlich extrem kreativ, sich negative Stories zum Unternehmen auszudenken. Ich habe das selber erlebt bei der Dresdner Bank, wo ich mal ein paar Jahre war, das war 2003. Da sind die gerade von der Allianz übernommen worden. Erträge liefen nicht so richtig, Investmentbanking auch nicht, faule Kredite. Kein Kunde wollte kaufen wegen der New Economy Bubble. Und in solchen Situationen sind Mitarbeiter immer sehr kreativ, sich negative Stories auszudenken. Und das inoffizielle Mission Statement der Dresdner Bank war damals: Schlechtes muss nicht billig sein. Schön, oder? Eingängig, dummerweise ist es nicht verkaufsfördernd. Ist aber noch frei, wer das Logo oder das Motto haben will. Also es gibt es noch. Oder wenn die da einen Bausparvertrag verkauft haben, haben die dem Kunden wirklich gesagt, lieber Kunde, machen Sie Bausparen. Mit Bausparen können Sie sich den Bau sparen. Also schon irgendwie geschäftsschädigend. So, schlechtes Produkt, schlechte Story ist fair, aber schlecht. Schlechtes Produkt, gute Story, das ist Manipulation. Das geht nicht, das ist Fairytelling. Was Sie machen müssen, ist, ein gutes Produkt mit einer guten Story noch sichtbarer zu machen. Wenn Sie das nicht machen, verkaufen Sie Ihr Produkt nicht nur unter Wert, der Kunde könnte Sie eigentlich auch verklagen wegen unterlassener Hilfeleistung. Er weiß ja nicht, was er von Ihrem Produkt hätte. So, und jetzt ist die Frage, was Sie wahrscheinlich sich auch schon stellen, was macht denn eine gute Story eigentlich aus? Was ist eine gute Story? Wer von Ihnen liest gerne mal Thriller oder Krimis oder sowas? Auch gerne mal nachts bis 3 Uhr morgens, auch wenn Sie morgens früh aufstehen müssen. Wer macht gerne so Binge-Watching bei Netflix oder Amazon Prime? So Serien gucken, auch ein paar. Auch wenn Sie früh aufstehen müssen vielleicht. Wer schaut sich gerne mal nachts um 3 freiwillig 300 Seiten PowerPoint an? Wahrscheinlich keiner. Bei Game of Thrones sagen wir, oh, jetzt will ich aber wissen, ob der wieder aufersteht. Und das muss ich jetzt, wie ist das bei PowerPoint? Ja, noch eine Seite, noch ein Kuchendiagramm, noch ein Piechart, noch eine Fußnote, Takeaway-Box, Schriftgröße 4, warum nicht Schriftgröße 3 und noch 10 Seiten. Das wollen wir nicht. Eine gute Story zieht uns in ihren Kontext rein. Machen wir mal ein Beispiel. Ich sage zum Beispiel, als die Frau den Raum betrat, wartete der Mann schon hinter der Tür. Was könnte als nächstes passieren? Also ich habe das mal gemessen. Die meisten Leute sagen, 70 bis 80%, der ist da mit einer schlechten Absicht. Der bringt die um, der haut auf die ein, der wirkt die, was auch immer. Da steht er ja überhaupt nicht. Es kann ja auch sein, dass er mit einem Blumenstrauß wartet, mit einem Tiffany-Ring auf die Knie geht, willst du mich heiraten, Flasche Champagner, was auch immer. Wir glauben erstmal das Negative eher als das Positive. Wenn ich sage, ich bin der beste Fußballspieler der Welt, sagen Sie, der nie im Leben. Wenn ich sage, ich bin der schlechteste Fußballspieler der Welt, sagen Sie, ja, es gibt vielleicht noch 2 schlechtere, aber das kann schon sein. Das heißt, das Negative muss schwerer bewiesen werden als das Positive. So, also Frau geht durch die Tür, Mann mit böser Absicht. Das ist die erste Sache. Wir glauben erstmal eher an den Schurken als an den Helden und wir werden in den Kontext reingezogen. Das zweite ist, eine gute Story bedient immer Ursache und Wirkung. Ich nehme an, einige von Ihnen haben oder hatten kleine Kinder. Was sagen kleine Kinder immer, wenn sie was erklärt haben wollen? Warum, genau. Mama oder Papa wollen heute zum Perspektiven 2019 von Donner und Reuschel. Warum? Ja, weil wir da neue Sachen für unser Geschäft lernen. Warum? Ja, weil wir Geld verdienen müssen. Warum das denn? Ja, weil du irgendwann ein Pferd haben willst, das kostet Geld und deswegen müssen wir dahin. Oh, kann ich da mitkommen? Nein. Warum nicht? Also, warum ist uns irgendwie in die Wiege gelegt worden? Und in der Businesswelt vergessen wir das sehr häufig. Dabei ist das ganze Konzept über 2000 Jahre alt. Aristoteles nannte das das Ordnungsprinzip. Und er sagte, es macht einen großen Unterschied, ob eine Sache nach einer Sache passiert oder ob sie aufgrund einer Sache passiert. Nach einer Sache, aufgrund einer Sache. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Ich kann sagen, mein guter Freund war zu Besuch, meine Tochter ist schwanger. Sie ahnen es schon, mein guter Freund war zu Besuch und deswegen ist meine Tochter schwanger. Völlig andere Dramaturgie, völlig anderer Kontext und wird wahrscheinlich auch die Freundschaft zwischen den beiden arg in Mitleidenschaft ziehen. Oder der König stirbt und die Königin stirbt. Das sind Fakten hintereinander. Der König stirbt und die Königin stirbt aus Trauer. Das ist fast eine Geschichte. Da geht sofort das Kopfkino los. Hat sie ihn geliebt? Hat sie das Erbe nicht bekommen? Hat das Gift nicht gewirkt? Das heißt, wir haben sofort ein gewisses Kopfkino aus Ursache und Wirkung, was wir bei reinen Fakten nicht haben. Das Zweite ist, wenn Sie eine Story erzählen und das Produkt abstrakt sind, dann sind Sie das Produkt. Sie müssen erklären, warum Sie die richtige Person sind, um dem Kunden oder dem Gegenüber genau das zu erzählen, was Sie erzählen.
Was ja eben schon gesagt wurde, ich schreibe auch gern so blutige Thriller, einige Bestseller auch dabei, Der Totenzeichner, Final Cut, Seelenangst, also alles so mit Serienkillern und Ermittlern und Rechtsmedizinern, also unheimlich lebensbejahendes Zeug ist das zum größten Teil. Und dann fragen mich Leute immer, sag mal lieber Veit, wie kommst du eigentlich auf sowas? Du bist doch eigentlich ganz nett. Klingt so ein bisschen enttäuscht dann fast so. Wir hatten nicht gedacht, du bist größer und gefährlicher und so. Und ich sage auch immer, ja, ich bin erstmal auch paranoid. Also wenn bei mir die Frau durch die Tür geht, wartet der Mann natürlich mit einer bösen Absicht. Und das Zweite ist, ich habe meine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung eigentlich zu Hause am Küchentisch sitzen. Meine Frau ist nämlich Rechtsmedizinerin an der Charité in Berlin. Ja, das ist ein ganz sehr hilfreicher Informationskanal. Das haben die Medien sich auch schon mal gedacht, denn als wir geheiratet haben, gab es in der Bild-Zeitung folgenden Artikel. Berlins gruseligste Hochzeit. Und dann sehen Sie, berühmte Rechtsmedizinerin heiratet Thriller-Autor. Da ist natürlich ein gravierender Fehler drin. Es müsste natürlich heißen, berühmter Thriller-Autor heiratet Rechtsmedizinerin. Aber die Frage ist, manche Storys sind wahr und klingen unglaubwürdig. Und manche Storys sind nicht wahr, aber klingen glaubwürdig. Wenn Ihre Story wahr ist, sollte sie glaubwürdig klingen. Die Frage, die sich hier stellt, ist, was von dem ist wahr? Haben wir wirklich so geheiratet, so in Schwarz mit diesem unterernährten Trauzeugen dahinter? Kann das denn sein? Oder stimmt vielleicht der erste Satz? Und der erste Satz, glaube ich, den können Sie nicht ganz lesen, da steht, Ihre Blicke trafen sich zum ersten Mal im Obduktionssaal der Berliner Charité Rechtsmedizin über der Leiche eines Erhängten. So, unheimlich romantisches erstes Date. Und die Frage ist, was von den beiden Sachen kann denn stimmen? Also geheiratet haben wir so in Weiß, also stimmt dieser Satz. Die Frage ist, wie lernt man seine Frau am Obduktionstisch kennen? Also ich habe nicht draufgelegen, zum Glück. Aber ich hatte damals ein Sachbuch geschrieben mit Michael Zokos, dem Chef der Rechtsmediziner. Ich habe ihm gesagt, Mensch, wenn wir das hier zusammen schreiben, muss ich doch mal so eine Obduktion sehen. Und er hat gesagt, ja, das können wir machen. Das ist aber recht widerlich. Leute kippen dabei oft um. Und Männer kippen eher um als Frauen. Und je größer und breiter der Mann ist, desto eher kippt er um. Und ich dachte so, ja, ich bin das irgendwo so dazwischen. Also nicht zwischen Mann und Frau, sondern nicht ganz so riesig. Und bin auch nicht umgekippt. Das ging so einigermaßen. Und dann sagte er, Mensch, Veit, wenn du das so gut abkannst, da vorne ist eine nette Kollegin, die Saskia, die hat da gerade einen Erhängten auf dem Tisch. Da wird so das Halspaket entfernt, dachte ich, oh Gott. Und war da in diesem Saal, Stahltische und grelles Licht und eben auch dieser Erhängte. Und dann sah ich Saskia und das war so ein bisschen der Engel in der Finsternis. Und sie war vielleicht auch ganz froh, dass mein lebender Mann im Saal war. Jedenfalls kamen wir dann irgendwann zusammen. Nicht sofort, weil sie hat mich erst noch für schwul gehalten. Habe ich auch gefragt, warum das denn Antwort war, du warst ja meistens ganz gut gekleidet. Auch gesagt, ja, hoffentlich immer noch. Das habe ich dann nämlich auch gefragt, wieso du warst, wieso nicht du bist und wieso meistens, wieso nicht immer und jetzt, wo ich nicht mehr schwul bin, bin ich schlecht gekleidet. Jedenfalls, was ich damit nur sagen will, suchen Sie eine Absenderstory über sich, die Sie glaubhaft macht, wo irgendein interessanter Konflikt war, den Sie überwunden haben. Und bei mir als Thriller-Autor kann ich halt sagen, man kann seine Frau an verschiedenen Tischen kennenlernen, das kann irgendwie ein Pult in der Schule sein, das kann eine Cafeteria an der Hochschule sein, das kann ein Candlelight-Dinner-Tisch sein, das kann bei Thriller-Autoren halt auch ein Obduktionstisch sein. Also immer an den Schurken, an den Konflikt denken. Was schief gehen kann, das geht auch schief, sagte Murphy so schön. Und unser Gehirn hatte seinen letzten Update vor 70.000 Jahren und ist mit dieser komplexen Welt, in der wir leben, komplett überfordert. Insofern geht es auf das zurück, was es mal gelernt hat. Es denkt an den Selbsterhaltungstrieb. Wie überlebe ich in einer feindlichen Welt, auch wenn die Welt gar nicht mehr so feindlich ist? Und wir sagen uns, Dinge können entweder gut gehen oder sie können schief gehen. Also so einfach ist das eigentlich. Und da wir Menschen vor Zehntausenden von Jahren das Schwächste aller Lebewesen waren, wissen wir, ein Schritt in die richtige Richtung kann uns helfen, aber ein Schritt in die falsche Richtung kann uns töten. Das heißt, wir haben ein paranoides Gehirn, was gute Dinge unterschätzt und schlechte Dinge überschätzt. Und die meisten Unternehmen kommunizieren gleich vom Ausgangspunkt zum Positiven. Wir sind die Größten, wir sind die Besten, wir gehen nach Indien, wir gehen nach China, wir fliegen zum Mond und übermorgen schlagen wir Gott K.O. Und das ist unglaubwürdig, weil jede gute Geschichte, Thriller, Hollywood, die Bibel, Sagen, Netflix, was auch immer, macht einen Wendepunkt über das Negative, dann zum Positiven und dann Happy End. Ich nenne das Situation, Desaster, Wendepunkt, Happy End. Das ist der Code, wie unser Gehirn Stories interpretiert. Und das ist auch der Code, den sich unsere steinzeitlichen Freunde damals schon am Lagerfeuer erzählt haben. Die haben Stories genutzt, um sich Best Practices des Überlebens in einer feindlichen Welt zu erzählen.
wie man den Säbelzahntiger ausweicht, wie man das Mammut besiegt, wie man das Feuer in der Höhle nicht ausgehen lässt. All das haben die sich erzählt und jetzt sitzt da unser steinzeitlicher Freund und sagt, Situation, ich wollte da hinten auf der Lichtung die Mammuts jagen. Desaster, plötzlich kam der Säbelzahntiger aus dem Unterholz. Wendepunkt, es gelang mir aber, den Säbelzahntiger in die Mammutherde reinzulocken und Happy End, ich war sicher, der Säbelzahntiger war abgelenkt. Ich konnte selber noch einen Mammut erlegen und wir hatten genug zu essen in der Höhle für 4 Wochen. Wenn Sie jetzt in der Steinzeit leben würden und jemand erzählt Ihnen diese Geschichte, und das ist kein Fairytelling, das ist wahr, den hätten Sie ja wahrscheinlich auch gerne in Ihrem Stamm oder in Ihrem Team. Und der hat eben eine Geschichte erzählt, wie er eine brenzliche Situation gelöst hat. Der hat keinen Lebenslauf mit Bullet Points eingeschickt. Machen wir mal ein kleines Beispiel. Was passiert hier? Ist das interessant, was Sie hier sehen? Nicht so, also es war im Theater, es kann sein, dass die irgendwie 5 Stunden Wagner vor sich haben, ohne Pause, dringend auf Klo müssen und dann nicht rauskommen. Aber eigentlich ist das nicht sehr dramatisch. Jetzt die allererste Assoziation, die Ihnen kommt. Wessen Kind kann das sein? Deren Kind, oder? Ein Paar und dann ein Kind. Unser Gehirn ist stinkfaul. Unser Gehirn schafft im bewussten Zustand 40 Bits pro Sekunde. Das ist relativ wenig. Also 2, Mann und Frau, Kind gehört denen, deren Kind. Wo ist das Kind? Ist das Kind auch im Theater oder wo ist das Kind? Allein. Allein daheim. Also wir wollen jetzt endlich, es baut sich eine Bedrohung auf, wir wollen jetzt endlich den Babysitter sehen. Oh. Naja, der Babysitter war bei so einer Occupy-Demonstration und hat seinen Schlüssel vergessen. Aber sofort geht das Alarmsystem an, wir wollen jetzt das Happy End haben, Polizei kommt und führt diesen Einbrecher ab. Jetzt können Sie natürlich völlig zu Recht sagen, wo steht denn das, dass deren Kind ist, deren Haus, deren Einbrecher, deren Polizei? Steht nirgends, aber unser Gehirn nutzt diese Autobahn aus Situation, Desaster, Wendepunkt und Happy End, um sich die Realität zu erklären. Wenn Sie das genauso nutzen, werden Sie auch die Autobahn im Kopf des Kunden nutzen können. Wenn Sie das nicht machen, müssen Sie sich durch irgendwelches Gestrüpp durchkämpfen. Und der Grund dafür ist, dass dieser Türsteher im Gehirn den Weg zum Großhirn, den Weg zur Großhirnrinde praktisch blockiert, zum Vorstandschef. Dieser Türsteher ist der Hypothalamus und der möchte Geschichten hören, weil er weiß, dass Geschichten uns seit 70.000 Jahren das Überleben gesichert haben. Und was wir oft versuchen ist, diesen 70.000 Jahre alten Türsteher mit einer Erfindung namens PowerPoint zu überholen, die 30 Jahre alt ist. Und das kann halt nicht funktionieren, 30 versus 70.000. So, jetzt eine Frage an Sie alle, aus Meetings, aus irgendwelchen Vorlesungen, aus was auch immer. Merken Sie, ob jemand nicht zuhört? Merkt man das? Manchmal ja, manchmal aber auch nicht. Wir haben eben viel Interessantes über die Schule gehört, bei Richard David Precht. Wir sind alle zur Schule gegangen. Wir haben alle verschiedene Sachen gelernt oder nicht gelernt, das mit dem welches oder was das war oder Nomen, nee, was war das? Mancher als Pronomen, haben einige noch behalten. Einen ganz wichtigen, karriererelevanten Softskill haben wir alle in der Schule gelernt, nämlich nach außen aufmerksam aussehen und nach innen ganz tief schlafen. Das können wir alle wunderbar und das wenden wir auch gerne in Meetings an. Und mittlerweile gibt es auch schon Fragen, die Sie nach Präsentationen stellen können, die so klingen, als hätten Sie zugehört, auch wenn Sie es nicht getan haben. Sie können nach jeder Präsentation, auch nach dieser hier, fragen, ja, interessanter Ansatz, aber wie ist das denn im Zeitalter der Digitalisierung? Ja, wichtiges Thema, Digitalisierung, Disruption, Silicon Valley, Craftbeer, Kühlschränke, Hüpfbälle und was auch immer. Oder interessanter Projektansatz, funktioniert der auch in China? Ja, China, Weltmacht, Staatskapitalismus. Oder interessante Strategie, werden wir dadurch ein agiles Unternehmen? Ja, Agility, Agile, Scrum, was auch immer. Also jeder glaubt, sie hätten ganz toll zugehört und das ist das Problem. Da Leute sich vorstellen können beim Zuhören, können sie, wenn sie eine langweilige oder gar keine Geschichte erzählen, niemals sicher sein, ob sie jetzt mit einem Menschen gesprochen haben oder genauso gut mit der Raufasertapete hätten sprechen können. Und das ist eben das vertrackte Gegenüber, das am Ende entscheidet, ob es zuhört oder nicht. Was machen wir also? Wir machen erstmal SAPWA, sicheres Auftreten bei vollständiger Ahnungslosigkeit. Was wir auch gerne machen, sind englische Buzzwords. Wir glauben, wenn wir englische Buzzwords haben, dann klingt das international, dann klingt das global, dann klingt das digital, dann klingt das irgendwie kompetent. Hirnforschungsstudien zeigen, so mit Eye-Tracking oder Hautwiderstandsmessung, dass solche englischsprachigen Buzzwords eher abstoßend auf unseren Türsteher im Gehirn wirken. Das heißt, wenn wir mit sowas beim ersten Kundengespräch kommen, ist das ungefähr mit Dates vergleichbar, die Wollunterhose beim ersten Date. Also müssen Sie relativ vorsichtig sein. Das zweite ist, wir hören immer weniger zu.
Man sagt von Donald Trump, der ist ja auch schon erwähnt worden, dass er eine Aufmerksamkeitsspanne von circa 12 Sekunden hat. Die Frage ist, ja, ist das viel oder nicht? Es gab mal eine große Umfrage oder Studie des National Center of Biotechnology in Maryland, die haben mal Aufmerksamkeitsspannen gemessen. Und das war 1990, waren das 15 Sekunden. Im Jahr 2000, war das mehr oder weniger? Weniger. Internet kam schon, das war also deutlich weniger. Das waren dann schließlich 12 Sekunden, das, was Donald Trump jetzt hat. Und letzte große Messung 2017 hatten wir 8 Sekunden. Und was hat dieser Goldfisch damit zu tun? Der Goldfisch hat 9 Sekunden. Also relativ frustrierend. Wir sprechen also mit Leuten, die weniger Aufmerksamkeit spannen als ein Goldfisch haben. So, jetzt wissen wir also, der Türsteher macht die Tür im Gehirn nach 8 Sekunden zu. Also was sagt dann unser Chef oder was sagen wir? Da muss aber alles über unser Unternehmen in die 8 Sekunden rein. Executive Summary, Asien und China und Agility und Leadership und Diversity und Mixed Teams und Craftbeer-Kühlschränke und Tischtennisplatten und alles, wumm. Schmeckt diese Hochdruckbetankung unserem Gehirn? Das ist die Frage. Oder Gegenfrage, wer von Ihnen isst gerne Fleisch? Wer ist kein Vegetarier? Also ist keine ideologische Frage, ist das gut oder schlecht? Wer würde gerne so etwas nachher essen? Ganz nett, oder? Das Catering hat es schon gehört. Wer würde lieber so etwas haben wollen? Aber genauso kommunizieren wir. Immer mehr, 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 mehr. Sagen, wieso willst du denn das Fleisch? Wieso willst du die Kuh nicht haben statt dem Fleisch? Da ist doch viel mehr Fleisch dran und Hufen und Hörner und Fell. Und dann gibt es noch Milch, dann kommt noch ein Kälbchen raus, hast du sogar 2 Kühe. Mehr, mehr, mehr. Aber das schmeckt unserem Gehirn nicht. Wenn wir ein Steak bestellen, wollen wir ein Steak und keine Kuh. Wenn wir den Kunden länger kennen, können wir ihm natürlich sagen, lieber Kunde, sag mal, so viele Steaks, wie du hier kaufst, hast du mal überlegt, eine Kuh zu kaufen? Dann sagt der Kunde, ja stimmt, warum eigentlich nicht? Aber nicht sofort mit der Kuh durch die Tür. Und das machen wir leider viel zu häufig. Ernest Hemingway ist da ein sehr guter Lehrmeister. Man sagt sogar in der, oft in Amerika, wenn es darum geht, Sätze kürzer zu machen, Hemingway it. Und Hemingway, The Old Man and the Sea, ist die perfekte Jobbeschreibung des Fischers drin. This man was born a fisherman, just like a fish is born a fish. Super Fischer, oder? Einen besseren gibt's nicht. Ob der ein guter Systemadministrator ist, Kernkompetenzen, wieder eine andere Frage. Oder die kürzeste und traurigste Kurzgeschichte ist auch von Hemingway. Babykleidung abzugeben, niemals getragen. Macht ja schon betroffen und ist kurz. Man muss nicht immer ewig lang kommunizieren, um irgendwas zu bewirken. Firmen machen das nicht immer richtig. Geschäftsbericht der Deutschen Bank 2014. 2014 was a challenging year. Erster Satz. Was heißt das? Alle Alarmglocken gehen los. Oh Gott, was ist denn da wieder schiefgegangen? Könnte man übrigens auch mit Machine Learning anpassen. 2014, 2015, 2016. Also einfach immer N gleich N plus 1. Das geht hier auch. Aber was passiert? Die inoffizielle Story ist gleich eine negative. Noch besser geht es bei einem anderen Unternehmen, was wir alle kennen. Klingt so ähnlich wie Deutsche Bank, nur ein Buchstabe ist anders. Deutsche Bahn. 2015, das kann man auch, N gleich N plus 1, war die Deutsche Bahn mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. Fragen wir uns auch, oh Gott, was ist denn da wieder alles schiefgegangen? Da wieder der typische Bahn-Dreiklang aus verspäteten Zügen, verstopften Toiletten und geänderter Wagenreihung. Sie kennen wahrscheinlich alle den alten deutschen Witz, Deutsche Bahn hat 4 Feinde, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und das ist genau die Story, die hier erzählt wird. Will der Vorstand die so erzählen? Nein, macht er aber, weil der Empfänger die Story interpretiert und nicht der Sender. Und jetzt geht es noch weiter. Sie können sich natürlich als Unternehmer auf verschiedene Art und Weise darstellen. Und da gilt das, was der preußische General von Moltke sagte, Verständnis ist die Ausnahme, Missverständnis ist die Regel. Was missverstanden werden kann, wird auch missverstanden. Und hier sehen wir jetzt mal damals den Rüdiger Grube noch als Bahnchef. Und da sehen wir hier, dass er irgendwie hier zu sehen ist, erstmal papierhafter Bericht und darauf ist ein iPad gedruckt. Und Sie fragen, wieso drucke ich auf einen papierhaften Bericht ein iPad? Antwort, paranoides Gehirn, ja, weil ich in der Bahn das iPad ja gar nicht lesen könnte. Weil es gibt in der 2. Klasse kein Internet und in der 1. gibt es eigentlich auch kein Internet. Und jetzt die Darstellung, wie will der rüberkommen? Ohne Sakko, ohne Krawatte, hochgekrempelt. Bisschen so, auch so Disruption, digital, Silicon Valley, Mobile First. Ja gut, Mobile wäre gar nicht mal so schlecht bei der Bahn.
Das Problem ist, nicht jeder ist in diesem Digitalkontext so drin wie wir. Meine Frau ist ja Medizinerin und die sagte, das sieht doch eher so aus wie so eine Zahnarztpraxis mit diesen komischen Dingern da hinten. Und man könnte auch glauben, dass er einen Kittel trägt, so einen Arztkittel. Und wie er da so ein bisschen gierig in die Kamera guckt, könnte das auch so eine unseriöse Annonce in der Regenbogenpresse sein, wo früher diese Wunderdoktoren inseriert haben. Potenzprobleme ab 60, das muss nicht sein. Nehmen Sie meine Pille. Und wenn Sie jetzt hier die Kollegen sich anschauen, hier haben Sie wieder alle Anzüge. Ja, sie lachen, also, weil es ist einfach, es ist halt ungewollt komisch. Ich glaube, die haben nicht gewollt, dass man da lacht. Alle mit DB-Heiligenschein, der in der Mitte sieht auch so aus, ich habe 2 Minuten für die Fotosession, da muss ich wieder weg. Oder ihm sind die Pillen von seinem Kollegen nicht bekommen. Und hier Herr Pofalla, sicherlich ein intelligenter Typ, aber vom Gesichtsausdruck doch hier der Typ Mann, von dem man als kleines Kind keine Bonbons annehmen sollte. Und das ist gefährlich. Sie nehmen bei solchen bescheuerten Stories die Ownership über ihre Story aus der Hand. Ich hatte mal eine Expertin gefragt, die DAX-Vorstände in Etiketten coacht. Und sie gefragt, sag mal, bin ich so paranoid oder sieht das echt komisch aus? Und da sagt sie auch, nein, Veit, das geht überhaupt nicht. Wer solche Fotografen hat, braucht keine Feinde mehr. Und das stimmt leider. Was Sie machen können, Sie können sagen, wer sind wir oder auch wer sind wir nicht? Wofür sind wir, wogegen sind wir? Wie Astra aus Hamburg, die neuen Sixpacks von Astra. Und das ist eher, sagen wir mal, selbstironisch. Oder ganz wichtig, was Sie von Thriller-Autoren lernen können. Wenn ein Thriller so anfängt, die Handlung dieses Buches ist von mehreren unterschiedlichen Entwicklungen geprägt. Würden Sie weiterlesen? Nein. Leute wie Dan Brown wissen das. Angels and Demons, Illuminati, der erste Satz. Leonardo Vitra roch brennendes Fleisch. Zweiter Satz, sein eigenes. Okay, der ist nicht auf einer Grillparty, der ist in Schwierigkeiten. Und wir wollen wissen, wie geht's weiter? Wer tut ihm das an? Kommt er da wieder raus? Und ganz wichtig ist auch, Dan Brown gelingt es innerhalb von 2 Sätzen zu sagen, was das für ein Genre ist, von dem er spricht. Das, was jetzt kommt, ist ein harter Thriller. Das ist nicht Donald Duck beim Zahnarzt, das ist nicht Flipper hat die Masern, das ist jetzt hier Tough Business. Und das, wenn Ihnen das gelingt, in 2 Worten oder 2 Sätzen zu sagen, was Sie ausmacht und differenziert, haben Sie schon einiges geschafft. Oder Kennedy mit der Mondmission, der sagte eben auch nicht, wir müssen uns durch den Kompetenzdruck der Russen, durch den Sputnik im kompetitiven Wettbewerb mit dem sowjetischen Wettbewerber der Weltraumfahrt erschließen und strategische Positionen in der Weltraumfahrt gerade hinsichtlich des neuen Objektes Mond implementieren. Hätte keiner gekauft. Er hat das emotionalisiert und gesagt, wir möchten einen Mann auf den Mond bringen und sicher wieder zurückbefördern. Und das war eben was Besonderes. Der Mond ist schon immer idealisiert worden, angebetet worden. Auch in der Romantik gibt es ja den Mann im Mond. Und es war klar, Mann, Erde, ja. Mann, Mond, nein. Und Kennedy sagt, Mann, Mond, jawohl. Und der kommt auch wieder zurück. Nachhaltig gedacht, auch ganz wichtig. Ja, 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 ein russischer Freund sagte mir mal, die Russen hätten gesagt, wir möchten einen Mann auf den Mond bringen. Punkt. Also, ob der wiederkommt? Ich meine, so what? Wir haben hier Milliarden, da oben haben wir keinen. Und Kennedy dachte eben noch einen Schritt weiter und am Ende waren es dann wohl die Amerikaner. Es sei denn, die Mondmission ist in Hollywood aufgenommen worden, was ja auch einige behaupten. Wir kommen zum Ende noch einmal zur englischen Sprache. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht vor englischen Slogans. Es gibt einige englische Slogans, die werden sogar in Amerika oder England missverstanden. Klempner sind dafür sehr bekannt, auch wenn deren Job wahrscheinlich nach wie vor sicher ist, trotz Digitalisierung, entbindet sie das nicht davon, sich mal ein bisschen über ihre Slogans Gedanken zu machen. Hier haben wir einen, der schreibt hier, your shit is my bread and butter. Wobei das hier sein kann, dass das wirklich Royal Flush Plumbers klingt ja relativ ironisch, dass das Ironie ist. Das zweite ist mit Sicherheit keine Ironie, Mordkommission Chicago. Our day starts when yours ends. Das soll natürlich was anderes heißen. Das soll heißen, wenn Sie schlafen, sind wir wach. Wir sind wach, damit Sie in Ruhe schlafen können. Aber unser paranoides Gehirn, Selbsterhaltungstrieb, sagt sich, aha, wenn ich im Plastiksack liege, dann fangt ihr endlich mal an zu arbeiten. Oder Sega für Kinder. The more you play with it, the harder it gets. Also auch diese Handhaltung ist ja schon so ein bisschen komisch und das ist in Amerika mit Sicherheit nicht absichtlich passiert. Das würde man nie wagen. Das ist wirklich alte, gute, klassische Blödheit. Und das ist natürlich unheimlich viele Werbeinvestitionen durch den Schornstein. Der letzte ist nochmal ein Klempner. Your hole is my business.
So, das sind jetzt die Slogans, die auf Englisch, ja, die sind aber alle noch, die kennt hier keiner, können Sie verwenden, die auf Englisch in England missverstanden werden. Jetzt gibt es aber natürlich auch noch Slogans auf Englisch, die in Deutschland dann funktionieren sollen oder auch nicht. Sie kennen wahrscheinlich alle den Klassiker mit Douglas, come in and find out, sagten die meisten Deutschen, die gefragt werden, kommen Sie rein, finden Sie raus. Super. Unheimlich einladend für einen Einzelhändler, kommen Sie rein, lassen Sie Geld liegen, nerven Sie uns nicht, verschwinden Sie endlich wieder. Noch besser, Sat.1 hatten wir auch schon vorhin. Sat.1 hatte mal Powered by Emotions, sagten die meisten Deutschen, das heißt doch bestimmt Kraft durch Freude. Also unheimlich toll, als Privatsender mit Hitlers Urlaubsorganisation verbunden zu werden. Das will man erreichen, da man sagt, Marketingabteilung, ihr habt echt die Beförderung verdient. Oder Mitsubishi, Drive Alive. Ja, wer fährt denn da alive mit? Wahrscheinlich hier dieser Kollege. Oder Public Viewing, gab es jetzt letztes Jahr nicht so viel Anlass für. Heißt auf Englisch eben nicht, ich gucke mir jetzt öffentlich Fußball an, das heißt auf Englisch Leichenschau. Das, was ich hatte, als ich meine Frau kennengelernt habe. Und wenn Sie jetzt zu einem Engländer gehen und sagen, yeah, I went to a public viewing yesterday, it was so funny, we had some beers, we laughed a lot, yeah. Dann sagt er auch, oh, what a pervert. Und dann ist wahrscheinlich das Gespräch vorbei. Aber den besten Slogan ganz am Ende, das ist wirklich, das wird in die Marketing-Lehrbücher eingehen als der beste Slogan ever. Überhaupt Schlecker, leider mittlerweile insolvent, vielleicht auch gerade deswegen. For you, vor Ort. Als sie dann pleite ging, schrieb die Financial Times Deutschland, vorbei. Also, Zweiklang wird zum Dreiklang, for you, vor Ort, vorbei. Zum Ende hin habe ich noch einen kleinen Film für Sie, und zwar, wie sich unser Gehirn die Realität vorstellt. Unser Selbsterhaltungstrieb rechnet mit einer unerfreulichen Realität. Wenn Sie in Ihrer Story keine unerfreuliche Realität haben, hält das Gehirn des anderen diese Realität für unreal und glaubt Ihnen nicht. Die Filmqualität ist ein bisschen schlecht, weil das ein Werbespot war, der dann verboten wurde. Der ist nicht blutig oder so, deswegen bitte ich die Qualität zu entschuldigen. Aber er zeigt ganz gut, wie unser Selbsterhaltungstrieb sich die Realität vorstellt. So, das heißt, genau so müssen Sie es eigentlich auch machen. Das Leben ist unerfreulich. Sie haben die Lösung dafür. Also Sie müssen sagen, lieber Kunde, ich hole dich von da ab, wo du bist. Du bist der Held. Du startest die Reise und triffst diverse Hindernisse, die das Leben irgendwie schwer machen. Und ich bin derjenige, der deine Hindernisse praktisch besiegt, besser als jeder andere Anbieter. Und dann hast du auch ein Happy End. Dann hast du dein Problem besser gelöst. Sie wissen ja, für jede Lösung ein Problem, als bei den Wettbewerbern. Und Moral von der Geschichte ist, der Kunde wird sie wahrscheinlich wieder buchen. Wenn irgendjemand was verändern will, ist das mit Schmerzen, Anstrengung verbunden. Und das kann man nicht kleinreden. Das ist der kleine Schurke. Und Sie müssen sagen, es gibt einen großen Schurken des Nichtstuns, wenn Ihr Gegenüber inaktiv bleibt. Also, wenn Sie etwas ändern, kostet Sie das Geld, kleiner Schurke. Aber nichts zu ändern, kostet Sie Nerven und noch viel mehr Geld. Letztendlich müssen Sie dem anderen klar machen, er oder sie muss etwas machen, er muss es mit Ihnen machen oder sie, und er oder sie muss es jetzt machen. Und wenn Sie das richtig machen, dann ist vielleicht Storytelling auch nicht etwas, was irgendwelche Praktikanten nebenbei machen, sondern etwas, womit Ihr Unternehmen auch richtig Geld verdienen kann. Dann können Sie Story auch so schreiben oder vielleicht auch so oder in der Eurozone auch gerne so. Wenn Sie sich fragen, wie es jetzt weitergeht, es gibt von mir eine Storytelling-Scorecard, die ich Ihnen gerne schicken kann, oder Sie geben einfach Ihre Karte bei Donner und Reuschel oder bei mir ab, dann bekommen Sie die 3 goldenen Regeln des Storytellings, die wir hier auch heute berichtet oder erzählt haben. Letzte Anekdote zum Schluss. Winston Churchill war mal auf einem Empfang mit Lady Esther und Lady Esther mochte ihn nicht besonders und sagte, Mr. Churchill, Sie sind ja so ekelhaft, wenn Sie mein Mann wären, würde ich Ihren Drink vergiften. Und dann sagte Churchill, ja Lady Esther, wenn Sie meine Frau wären, würde ich ihn auch trinken.
Ich hoffe, das sagt keiner zu Ihnen, sondern die Leute sagen, wenn das Ihre Story, Ihr Produkt ist, dann will ich es kaufen. Ich danke Ihnen für Ihre freundliche Aufmerksamkeit. Alles Gute bei der Story Ihres Lebens. Danke. Applaus